Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder mal zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed 4. Ja, ihr seht, ich bin über einen ganz neuen Ort und zwar bin ich jetzt in Kingston. Ganz genau, die neue Stadt, wo wir auch die neue Mission machen können. Und zwar hat sich das ja irgendwie, wie war das gewesen im letzten Part? Ich muss gerade überlegen, wir haben uns von James Kidd verabschiedet und er meinte dann irgendwie, wir müssen nach Kingston, weil es da irgendwas gibt. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert, wir werden es ja sehen. Und eine Sache wollte ich euch noch erzählen und zwar, ich habe ziemlich viel Offscreen jetzt gemacht. Also ich bin soweit eigentlich, habe ich jetzt... Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain. Jo, das wäre cool. Ach, ich werde sie nicht gesucht, das ist gut. Ich habe ziemlich viel Offscreen gemacht. Ich habe jetzt die obere Hälfte... Oh, ah, Mann. Immer braucht hier irgendwelche mal meine Hilfe. Du bist die Jager und kratzt mir sonst von den Stiefeln. Ah, ey, diese Typen komisch ohne diese Mütze, die sind am schlimmsten, weil die wehren alles ab. Muss man erst die Verteidigung durchbrechen und dann tötet man alles. So. Gracias, meinen Dank. Ja. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ja, keine Ursache. Was ich die ganze Zeit erzählen wollte, und zwar folgendes. Ich habe den kompletten Norden fast abgegrast. Und zwar habe ich jetzt hier, überall wo Gold ist, also wenn die Schrift Gold ist und so weiter, habe ich alles da geholt. Das heißt, alle Schatztruhen, alle Animus-Frequenzen, was da auch mal da war, Fragmente, keine Ahnung. Und die ganzen Assassinenaufträge habe ich ebenfalls gemacht. Da ist nichts Spannendes gewesen, also da war wirklich keine Hauptstory oder sonst irgendwas. Da hast du nur diesen Typen mal quatschen hören, ja ey, wir wollen jetzt eine Schatzkarte holen oder yo, wir wollen jetzt das und das machen. War unsichtig, es war unwichtig gewesen, deswegen habe ich das einfach offscreen gemacht. Was ich jetzt noch zu Kingston erzählen möchte, und zwar zu den, besser gesagt zu den drei Hauptstädten, wo wir sind. Und zwar gibt es ja, wie gesagt, Kingston, das ist eher britisch gehalten, also hier sind nur Engländer unterwegs. Dann haben wir, halt wie gesagt, Nassau ist halt die Stadt der Piraten, da sind halt nur Piraten unterwegs, halt auch als Gegner. Piratengegner kommen da ebenfalls hin. Und Havanna ist halt spanisch angelegt, so. Das sind die drei Hauptstädte, die wir halt hier immer bereisen müssen, hier sind halt auch die Hauptquests und so weiter und so fort. Und, oh, was? So geht's auch. Was kann ich noch erzählen? Und zwar, ich habe mir jetzt nochmal eine neue Montur gekauft. Eine schwarz-rote. Sieht mega geil aus. Ja, schwarz und rot gehören zu meinen absoluten Lieblingsfarben. Dann habe ich noch ein bisschen Polsterung weitergeholt. Also wir haben jetzt so Polsterung. Nicht Polsterung. Ein paar neue Dinge habe ich mir geholt. Oh, geil. Das sah optisch aus gerade. Was habe ich alles geholt? Ich habe so viel geholt. Neue Schwerter, die voll schnell sind und so weiter. Die extrem viel Schaden machen. Dann habe ich Dinge geholt für mein Schiff und so weiter. Also ich habe wirklich lange offscreen gespielt. Und ja. Wie gesagt, Kingston, über Kingston kenne ich eigentlich nicht viel, das liegt auf jeden Fall in Jamaika, also wir sind jetzt hier in Jamaika und so weiter, und bin mal gespannt, wie gleich die Hauptstory weitergeht. Ich will erstmal noch ein bisschen hier synchronisieren. Ja, aber halt eine neue Stadt und so weiter, muss ja natürlich alles gezeigt werden, weil sonst, wenn ich nicht zeige, ist alles scheiße. Na gut, ich hätte jetzt eigentlich alles voll da aufnehmen müssen mit Offscreen-Sachen, aber das wäre so lange gewesen. Ah, da ist eine Assassinen-Mission. Da sind Shanties, die hole ich alle offscreen. So, wo ist die Mission? Da unten ist die Mission. Ja, auf geht's, auf die Mission. Wir wissen, wie es weitergeht. Wie gesagt, ist schon cool, wenn man offscreen alles vorbereitet, aber man will ja die Hauptstory ein bisschen weiter wissen. Aber wenn man die nicht sehen darf, ist das scheiße. Ja, gehst du mal auf das Dach hoch? Danke. Ah, da Wally. Warst du vorhin noch auf mein Schiff? Der Handlungsreisende. Mal gucken, was passiert.
So läuft das ab. Horace trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kit ihn zuerst erreicht. Kit? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Nein, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Prinz und Torres verfolgen. Ach, Torres war ja der, wie hieß er? Der Großmeister, der Templer. Der da steht. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Torres hat uns ja erzählt, dass der hier ist. Ich bin nicht da. Ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Mal gucken, ich mache das jetzt ein bisschen anders wie Kit. Kit läuft ja unten rum. Ich laufe oben rum. Da ist irgendwo einer. Da ist er. Der Typ kann mir ein bisschen. Das war mir unbekannt. Gute Nacht. Der Typ ist ausgeschaltet, der kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Sehr viele Kirchen in Kingston. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Ich laufe mal so, wie Kit auch laufen würde. Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven, wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälber zum Abendessen einladen. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es? Wir sind schon bald da. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte keinen töten. Da ist ein Offizier. Ich habe nicht mehr so viele. Bleib an deinem Platz, Knabe. Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann. Soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld, sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch, ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind. Es läuft gerade zu gut. Es macht mich ein bisschen, macht mir gerade ein bisschen Angst. Wie gesagt, es läuft gerade zu gut. Es ist merkwürdig. So gut war ich noch nie. Ey, eigentlich könnte man die jetzt schon töten so. Hier oben ist doch ein Typ, hier, hör mal. Ich wette, ich durfte die alle gar nicht töten. Aus Anstand, wenn sonst nichts. Anstand? Horace, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen
und dann gemeinsam als Freunde feiern. Es ist nun. Ich sag, oh. Oh, da muss er kommen. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida. Oh, Scheiße! Ach Mann, es lief so. Ich hab doch gesagt, es läuft zu gut. Hab ich nicht gesagt, es läuft zu gut? Ich hab's gewusst. Irgendeiner sieht mich. Und wie gesagt, bei den Belauschungsaktionen läuft immer alles schief bei mir. Hab ich mal so gemerkt. So, wie läuft der Bastard? Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt. Ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Hoch da, Edward. Ihr Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Oh, der pennt erstmal. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Und das hätten die eigentlich sehen müssen. Alter! Was mache ich hier? Oh Gott, wieder wegen jetzt. Okay. Ihr sagt, ihr habt alleine zu. Fuck. Ich dachte, die muss die töten. Mann, Mist, Alter. Scheiße. Geh also nicht töten. Einfach nur da im Busch stehen bleiben. Gut, okay. Ist ja noch immer blind. Aber es ist ein interessantes Gespräch, so was die machen. Warst schon wieder hier? Ach nö. Bin schon in den Busch reingeworfen. Stimmen die Geschichten über euch? Ich bin nicht da. Ihr wart der Gouverneur von Florida? Ah, nein. In einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich brauche jetzt ganz schnell irgendwie Munition. Muni. Natürlich keine Muni, war ja klar. Rauchbomben, Kugeln. Was soll ich mit... Viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Sind die gerade noch nicht vorbeigelaufen? Komm hoch da. Scheiße, sie sind noch nicht hochgelaufen. Fuck. Ein Taurus läuft gerade alleine. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an die Nagel, um mich einem sicheren und doch Unterfangen zu widmen. Wie haben die mich gesehen? Ganz ehrlich. Und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wie konnten die da von da unten mich sehen, dass ich den Typen runtergeworfen habe? Na gut, war ein bisschen blöd, dass ich den wirklich runtergeworfen habe. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn ein Typ von oben irgendwo runtergekickt wird. Stimmen
stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Ich bin nicht da. Ach, zu viel Aufmerksamkeit. Was zum... Wie zum Henker? Man leckt mich doch am Arsch. Ey, weißt du, ich hasse Belauschungsmissionen. Ich hasse die wie Pest, ganz ehrlich. Weil du musst in diesem Radius drin bleiben. Und wenn du in diesem Radius nicht drin bist, hast du verkackt. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken... Kann ich jetzt irgendwie mal Schlafding haben oder sowas? Das wäre voll toll. Berserker... Was soll ich mit Berserker feilen? Ganz ehrlich, die bringen mir nichts. Die bringen mir gar nichts. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. Die bringen mir absolut gar nichts. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Wieso ist er gerade nicht richtig gesprungen? Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Scharfschützen töten, habe ich schon. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Also das mit dieser komischen Brauchbombe mache ich nicht. Vielleicht bleibe ich hier drin. James Kidd ist da hinten. Dann hören wir mal rein. Was sie noch Schönes zu sagen haben. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Jetzt geht's weiter. Es ist soweit. Nicht bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sag mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Scheiße! Wir wollen noch das nicht mehr sehen. Du hast es versaut, Kenway! Für die gute Sache! Kriegst du noch eine ab? Jetzt hab ich es versaut. Kid, nein! Jetzt soll ich James Kid fangen? Alter, ist der schnell. Komm schon, Mann! Lass uns das gemeinsam machen! Kid, komm her! Du hast nicht, Kid! Warte! Jim, halt! Hier ist ein Mörder! Hilfe! Waffen zu mir! Komm her, Kid! Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid! Nicht, bis ich den Weißen habe.
Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Oh, oh, oh. Irgendwie waren dann keine Scharfschützen mehr gewesen. Na, egal. Freunde, das war's wieder mal von diesem Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war spannend gewesen. Nicht, dass sich jetzt Edward Kit ebenfalls zum Feind macht, weil das wäre scheiße. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal von Assassin's Creed 4. Euer Spendem sagt heute wieder mal Ciao. Macht's gut. Wiedersehen.